Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vampirecraft. Diese Aufnahme ist jetzt nur das Intro oder Vorspiel von der Folge, da die Einleitung der Folge ich verloren habe. Deswegen nehme ich das jetzt nochmal kurz auf. Und ihr werdet in dieser Folge sehen, erstens, wie weit ich am Haus gebaut habe. Also ich habe sehr viel am Haus wieder weitergebaut und auch kurze Einblicke generell in den Mod Vampirism. Und ja, das werdet ihr gleich sehen. Dann bis gleich. Ich war gerade mitten im Farmen, als ich von einem richtig großen Biest angegriffen worden bin, und der hat mich umgebracht gerade und versucht, meine Sachen zurückzubekommen, um nachher dieses Biest nochmal umzubringen. Ich weiß nicht mal ganz genau, wo das Biest war. Ich glaube, hier hinten bin ich gestorben. Aber wo das Biest ist, weiß ich nicht ganz genau. Nee. So. Irgendwo hier war es. Das ist so ein richtig schwarzes, großes Biest. Das hat mich einfach so angegriffen. Keine Ahnung, einfach so. Ich habe nichts gemacht, das ist mitten aus dem Wald gesprungen, aus diesem Teerloch, glaube ich, und hat mich angegriffen. Ich versuche jetzt, dieses Biest umzubringen, weil das habe ich schon öfter gesehen und das ist halt ein bisschen nervig, weil es ist voll stark. Und jetzt schauen wir mal, wo das Biest wirklich ist. Vielleicht finde ich es nochmal, und wenn nicht, sehen wir, ob ich es irgendwann wieder finde. Es müsste irgendwann wieder auftauchen. Aber ich bin gerade hier voll am Glätten, damit wir unser Haus dann dahin bauen können. Habe auch schon angefangen mit so einem kleinen Dach, also so einen Einstieg hier. Das nachher Design, was ich für das Haus finde, werdet ihr dann später hier so im Bild vorfinden. Also das schneide ich hinein. Ich habe nämlich so eine Skizze gemacht für das Haus, was ich so vorhabe, und wird jetzt komplett farmen gehen für Holz und so, weil ich möchte das Holz aus das Haus aus Holz bauen. Aber und deswegen brauche ich da viel Holz. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo dieses Teermonster ist. Ich glaube, das ist hier drin irgendwo. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es war jedenfalls da. Ja, ich würde wieder weiter farmen gehen und hier das gerade grad machen, diese Fläche. Und vielleicht sehe ich es nochmal und hoffe, ich schaff's, dass ich das Monster in die Aufnahme bekomme. So, also ich war jetzt ziemlich lange farm, habe auch ein bisschen noch in unserem Haus gelassen, also ich bin jetzt schon öfter farm und wollte euch nur zeigen, es gibt solche Dörfer, und diesen Dörfer ist so ein Strahl, und wenn man die bei unserem Dorf nahe beim Haus, also bei unserem Portal, kann man halt zu diesem Strahl hingehen und da steht halt ein neutrales Village. Und wenn man dann da drauf drückt, dann kommt so ein Counter. Und dieses Village wird zu einem Vampir-Village. Und in diesem Vampir-Village werden ganz viele Vampir-Villager sein, die dann Vampir-Sachen verkaufen. So wie Blut, Menschenherzen und alles Mögliche verkaufen sie halt in diesem Vampir-Village. Deswegen warten wir jetzt hier ein bisschen ab und warten halt, bis das Village ein Vampir-Village geworden ist. Inzwischen kann ich diesen Baum abhacken. Er hat Ironwood, okay. Das ist also ein neues Holzart. Gibt es auch eine neue Holzart? Olivenwood, okay. Und okay, die Hälfte der Zeit ist schon vorüber. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Sekunden warten.
Und dann ist das hier ein Vampir Village. Und in diesen sind nachher, wie wir sehen werden, Vampir Villager, die Vampir Sachen verkaufen. Genauso funktioniert das bei den Vampirjägern, denke ich. Wir können auch auf das drücken und dann wird es ein Vampirjäger Village. Glaubt ihr, genau. Da spawnen dann voll viele Vampirjäger. Die beschützen dann das Dorf. Und gleich ist es soweit. Ich kann ja inzwischen einen Villager suchen. Hier, genau hier. Es sind zwei drin. Oha, die haben sogar Mistgabeln. Das sollten wir aufpassen. Die greifen uns an. Angry Villager, ja. Das ist, weil wir halt jetzt das Dorf einnehmen. Sind die halt jetzt voll sauer auf uns. Und gleich ist es soweit und wir haben das Dorf eingenommen. Overplay hat schon zwei Dörfer eingenommen und ich kann euch danach zeigen, wie es dort ausschaut. So, jetzt haben wir es eingenommen und man sieht, es sind solche Vampir-Villager und mit denen kann man traden. Man kann Vampir-Blue traden. Der tradet verschiedene Level von Vampir-Blue, die wir brauchen zum höher leveln, weil man kann bis Level 14 sich hochleveln. Also man kann ziemlich stark werden. Dann gibt es hier auch Vampir-Villager. Nein, das sind noch keine Vampir-Villager. Ja, die können wir mal ein bisschen ausdrücken, weil die geben am meisten Blut. Das ist eh passend. So. Aber es gibt halt diese Vampir-Villager und die verkaufen halt diese Herzen oder Blut oder geben Emeralds zu Blut. Also man kann da Blut kaufen. Das ist halt ein richtiges Village, das wir jetzt eingenommen haben. Und wenn wir jetzt nach einer Zeit her schauen, dann sollte sich genau der Boden verändern. Zu einem komischen Gestein oder Erde. Ich kann jetzt zu dem anderen Dörfchen fliegen und euch zeigen, wie das ausschaut, wenn schon wenn der Vampir Village fortgeschrittener ist und ein bisschen stärkere Vampire sind. Was ist denn das? Adrian. Okay, es wird auch wahrscheinlich so eine Art Vampir sein. So, es müsste eigentlich hier. Ja, genau, hier ist es. Gerade ausfliegen und dann müsste es eh gleich kommen. So. Und das gleich geht die Sonne auf, das heißt, wir sollten uns beeilen. Also ich glaube, das ist jetzt ein Village, was noch nicht eingenommen wurde. Stimmt, wir müssen das andere Village suchen. Und zwar das hier. Also wir fliegen hier weiter. Oha, oha. Jetzt, die Sonne geht auf, oder? Ja, dann. Wir sollten uns in unseren Schlafsack einlegen oder Sarg, den ich immer mit habe. Da können wir uns jetzt einfach hineinlegen und die Nacht, also der Tag wird jetzt zur Nacht und jetzt verbrennen wir nicht mehr in der Sonne, weil jetzt halt der Tag zur Nacht wurde. Und wenn wir jetzt da so weiterfliegen, sollte hier eigentlich gleich ein Village kommen. Ja, hier. Entlang über unser Portal und unser Berg würde ich dann später auch ein hübsches Häuschen aus dem machen. Also unserem Farmhäuschen. Und der Berg, wie man so sieht, schaut jetzt nicht mehr so hübsch aus. Weil dieses ganze, also ein spezielles Vampirgestein. Das ist so ein Crusted Earth von Vampiren, weil es ein Vampir Village ist. Und dann gibt es hier diese Vampir Villager. Und mit denen kann man Blut traden. Gegen Emeralds, sogar Herze, Fasern gegen Emeralds. Also hier gibt es echt coole Preise, mit denen man echt sich schneller aufleveln kann. Dennoch, weil wir das Village schon ziemlich früh eingenommen haben, wird jetzt der ganze Boden so, ja, gecrushed Earth. Und irgendwie schaut das schon cool aus. Ein bisschen auch sehr komisch.
gruselig, aber ich finde das ziemlich cool. Wir haben auch hier ein zweites Village eingenommen, also nicht ich, sondern Powerplay. Und es schaut jetzt auch so aus. Und unser Village da unten, das wird nach einer Zeit, wenn ich jetzt nach einer Stunde wieder herkomme, auch schon langsam anfangen mit so gecrushte Blöcke. Das sieht man auch schon hier ein bisschen. Und das wird halt nach einer Zeit ziemlich schlimm, wie man hier sieht. Schlimm, kommt immer darauf an, wie man sieht. Also für uns ist es gut, weil hier ganz viele Vampire respawnen. Für die Vampirjäger ist es schlecht, weil der weiß, ein Vampir-Dorf ist. Und die greifen natürlich die Vampirjäger an. Das war's aber jetzt wieder für kurze Einblicke. Ich wollte euch nur zeigen, dass mit der Stadt, wir sind auch Vampirjägerdorf. Den will ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen, weil es sind zu viel. Ich werde jetzt weiter farmen gehen, weil für unser Haus brauchen wir sehr viel Dark Oak. Und ich muss zuerst ein Biom finden, wo man Dark Oak bekommt. Und da werde ich halt dann wieder ein bisschen Holz farmen. Und ja. So, das war's jetzt mit dieser kurzen Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.